Hallo, jetzt schauen wir uns an, was Sie nochmal unter der Äthertheorie verstanden haben. Und dazu müssen wir erst wissen, wie sich Wellen eben im Raum ausbreiten. Und da machen wir das einfach mal am Beispiel vom Schall. Hier steht einer, der schreit rum. Wenn der an dieser Stelle rumschreit, sendet er Schallwellen aus. Die Schallwellen breiten sich in der Luft aus, zum Beispiel nicht im Vakuum. Also im Weltall würde euch niemand schreien hören. Und dann nennt man die Luft das Trägermedium. Jedes Trägermedium hat so eine bestimmte Schallgeschwindigkeit. Bei Luft sind es ungefähr 1000 km/h oder 300 Meter pro Sekunde, wie sich alle Wellen ausbreiten. Das heißt, wenn jetzt eine Sekunde vergangen ist, ist der Schall, den ich hier losgeschrien habe, 300 Meter von mir entfernt. Nach 2 Sekunden ist er natürlich 600 Meter von mir entfernt. Und ich male das als Kreis, weil sich der Schall natürlich in alle Richtungen auf dieselbe Weise ausbreitet. So. Also haben wir den Schall nach 3 Sekunden eingezeichnet. Das ist der Normalfall. Jetzt kann es aber sein, dass ich mich als Quelle auch noch bewege. Und jetzt sagen wir mal, ich bewege mich nicht relativ langsam, sondern mit einer Geschwindigkeit, die in der Größenordnung der Schallgeschwindigkeit ist. Sagen wir 150 Meter pro Sekunde. Also die Hälfte von Schallgeschwindigkeit. Ich starte wieder hier im ersten Punkt und schreie los. Zack. Nach einer Sekunde ist dann der Schall 300 Meter um mich rum. Jetzt bin ich aber beim Schrei, und ich schreie jetzt einfach ein zweites Mal, 150 Meter weitergekommen. Wenn ich jetzt hier schreie, passiert in der nächsten Sekunde Folgendes. Die erste Welle wird auf die doppelte Größe anschwellen. Zack. So, die ursprüngliche Welle ist weg. Und die zweite, die ich jetzt losgeschickt habe an dieser Stelle, ist dann nach einer Sekunde ja mit dem Zentrum hier drüben entstanden, also so. Das heißt, sie ist ja verschoben. Und ich bin wieder 150 Meter weitergekommen. So, selbes Spielchen nochmal. Wir lassen eine Sekunde vergehen. Dann wird die äußerste Welle wieder um eine Einheit größer. Zack. So, wir machen die ursprüngliche weg. Die zweite wird auch wieder um eine Einheit größer. Und die dritte, die ich jetzt lossende, die sende ich von dem Punkt hier aus los. Also hat sie den auch als Zentrum und sieht so aus. Und was wir jetzt hoffentlich eindeutig sehen können, ist, dass sich die Wellen hier vor mir zusammenschoppern. Also die sind hier viel enger. Weil die Luft um mich herum bleibt ja still. Das heißt, in der Luft breitet sich der Schall in jede Richtung gleich schnell aus. Aber ich bewege mich ja meiner Welle hinterher. Deswegen schaut sie jetzt vor mir enger aus. Gut. Hinter mir ist der Effekt natürlich genau andersrum. Das Trägermedium ist wieder in Ruhe, also breitet sich der Schall relativ zur Luft, also relativ zum Ruhenden immer, in jede Richtung gleich schnell aus. Ich laufe da aber weg von meinem Schall, also sind da die Wellen viel, 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 viel weiter voneinander entfernt. Und diesen Effekt nennt man auch Doppler-Effekt. Wenn ich jetzt nämlich vorne stehe, also wenn die Person, die rumschreit, auf mich zukommt, und dann sind ja die Wellen so gestaucht. Und wenn sie gestaucht sind, wissen wir, dass sie eine kürzere Wellenlänge haben und das ist dann ein höherer Ton. Wenn ich aber dahinter stehe, dann sind die Wellen weiter auseinander. Wir haben also einen tieferen Ton und das kann man zum Beispiel sehr gut beim Krankenwagen hören. Es gibt noch einen Spezialfall, den ich kurz anspreche, der aber für die Geschichte mit dem Äther nicht relevant ist, aber so interessant. Wenn ich mich jetzt genau mit der Schallgeschwindigkeit bewegen würde, dann wäre es ja so, dass wenn ich eine alte Welle ausgesendet habe und die eine Sekunde sich jetzt ausgebreitet hat, ich genau immer auf dem Wellenberg losrenne. Das bedeutet, meine nächste Welle schicke ich hier genau an dieser Stelle vom Wellenberg los. Wenn hier bin, ist wieder die eine Sekunde vergangen. Die Welle ist also wieder um 1 größer geworden. Und meine neue Welle ist nach einer Sekunde ja auch hier mit dem Radius 1. So, und das sehen wir schon. Hier vorne überschneiden sich die Wellen. Also sie überlagern sich sogar exakt. Wir gehen wieder eine Sekunde weiter. Eine Sekunde weiter ist also die äußere wieder um eine Einheit größer geworden. Die innere ist auch um eine Einheit größer geworden. Zack. Und die innerste, die ich jetzt losgeschickt habe am neuen Punkt, der ja hier ist, ist ja dann mit dem Radius 1 überschneidet. Hoppala. Überschneidet sich also genau mit den anderen beiden hier vorne. So, das heißt, ich habe hier eine Wellenfront, die
eine quasi Barriere bildet. Und das ist genau der Moment, wo man die Schallmauer durchbricht. Und das hört man auch wahnsinnig bei Flugzeugen, weil wenn sie die Schallmauer durchbrechen, heißt es, dass sie genau mit Schallgeschwindigkeit fliegen. Und dann schaukelt sich der Schall an einer Stelle wahnsinnig rauf, weil wir ja quasi eine Schwingung haben und genauso schnell in der Schwingung, also mit der Schwingung mitfliegen und immer eine neue Schwingung hinzufügen. Das heißt, es gibt eine Stelle, die wahnsinnig knallt, wenn sie bei uns vorbeikommt. Und das hört man, da wackeln die Fenster, das ist Irrsinn. Genau. Nun aber wieder zur Äthertheorie, weil wenn Licht jetzt auch eine Welle ist, dann gilt für sie genau dasselbe. Und außerdem haben wir es so, dass wir ja dann ein Trägermedium brauchen und das nennen wir im Äther. Dieses Äther wird nicht von uns beeinflusst, das heißt, die Erde rast durch das Äther, ohne das zu verwirbeln und es muss irgendwie ruhen. Und wir sagen einfach, das ganze Universum wurde einmal mit Äther gefüllt und bleibt für immer mit Äther gefüllt. So, dass sich eben nie bewegt. Jetzt rast unsere Erde aber sicher durch den Äther und wir tun jetzt mal so, als würden wir in diese Richtung durch den Äther rasen. Das heißt, wir hätten quasi einen Ätherwind von hier, der uns entgegenkommt. Ich mache die Pfeile wieder weg, weil die jetzt gleich nur stören, aber zur Veranschaulichung wollte ich das machen. Wenn wir nun den Laser von dieser Platte losschicken, wird er sich ganz normal mit Lichtgeschwindigkeit in die Richtung bewegen, allerdings mit Lichtgeschwindigkeit relativ zum Äther. Das bedeutet, wenn wir uns relativ zum Äther bewegen, hat das gegenüber diesem ruhenden System Lichtgeschwindigkeit. Wenn ich mich dem aber hinterher bewege, zum Beispiel jetzt wieder mit der halben Lichtgeschwindigkeit, bin ich im nächsten Moment hier, wenn das Licht so weit gekommen ist, wie ich es oben eingezeichnet habe, also genau um das, die Hälfte der Wellenlänge weiter. Und das heißt, aus meiner Sicht ist das Licht ja dann so gewesen, also schon mal so gestaucht. Weil es ist ja im Raum nur so weit gekommen und ich habe mich ja hierher weiter bewegt in der Zeit. Ich bin meinem Licht hinterhergerannt und habe es dadurch quasi gestaucht. Außerdem ist der Spiegel gegenüber weiter weggekommen. So, jetzt bewegt sich das Licht immer weiter, immer weiter. Und wir bewegen uns aber auch in der Zeit immer weiter. Und da ich mich jetzt genau mit der halben Lichtgeschwindigkeit bewege, wäre es so, dass wenn ich halb so weit gekommen bin, wie der Abstand zur anderen Seite war, dann, zack, dann ist es so, dass das Licht an dem Punkt wäre, wo am Anfang mein Gegenspiegel gewesen wäre. Also wäre mein Licht jetzt hier angekommen insgesamt. Ich zeichne es einfach mal bis zu dem Punkt. So. Aber wir haben uns weiter bewegt. Das heißt, der Spiegel ist da noch nicht, sondern das Licht hat quasi erst die Hälfte vom Weg geschafft. Genau. Und das bedeutet, wenn es jetzt die Hälfte vom Weg geschafft hat, braucht es nochmal die Zeit, um ganz hinterzukommen. Das heißt, wenn wir uns einmal komplett weiter bewegt haben, ist das Licht erst, also komplett weiter bewegt meine ich, wenn unsere Vorderwand jetzt an der Stelle ist, wo die Rückwand vorher war, dann haben wir es erst geschafft, dass das Licht einmal komplett rübergekommen ist. Das bedeutet, das Licht braucht genau die doppelte Zeit, weil es ja auch die doppelte Strecke zurücklegen muss. Dort wird das Licht reflektiert und jetzt sehen wir schon, es ist völlig logisch, auch wenn jetzt die andere Seite entgegenkommt, ist es so, dass das Licht nicht sofort wieder zurückprallen wird. Und wir messen ja die Zeit, die man benötigt, dieses Licht benötigt, um einmal hin und wieder herzukommen. Also bis es wieder auf den Sensor bei uns trifft. Und das heißt, wir sehen schon, wir würden auf jeden Fall einen Zeitunterschied messen, weil wir ja jetzt schon allein diese 2 t gebraucht haben, die wir im normalen Ruhezustand bräuchten, um einmal hin mit t und einmal wieder zurück nochmal mit t benötigen würden. Und das ist genau die Idee von diesem Äther, dass wenn wir uns gegen den Äther bewegen, wir automatisch längere Zeiten rausbekommen und dadurch können wir messen, wann wir wirklich ruhen. Weil den Äther können wir nicht fühlen, nicht sehen, es ist etwas Mystisches und wir müssen dann diese Messmethode finden. Genau. Das war Einsteins Grundgedanken dahinter. Ich bin gespannt, wie ihr findet, was das Ergebnis sein wird. Also viel Spaß beim Hefteintrag und tschüss.